Lass mal stehen. Der Pizzamann, der Pizzamann. Wir essen jetzt alle Pizzamann, der Pizzamann. Nicht der Pizzamann, bitte nicht. Vielleicht auch jemand anderes, Mann. Es ist nicht leicht, mit Jordi zu arbeiten. Aber ich kenne ihn. Wäre die Lage anders, würde ich vielleicht ihn jagen. Schön, wie die Feuerwehr trotzdem da steht. Aber wenn er sagt, dass wir ein Problem haben, halte ich das für eine Untertreibung. Etwas windig, ne? Nicht identifizieren. Oder alles wird außer Kontrolle geraten. Erreichen. Grüßt euch, ich bin oben. Man sollte auch sowas einbruchsicher machen. Fuck. Jordi, wer sind die? Man weiß es nicht. Was ist passiert? Tja, die Security in diesen Häusern ist ziemlich gut. Damit sich solche Leute hier oben schön sicher fühlen. Ich meine, diese Leute hatten nur eine Türkette angebracht, wollten sich wohl den Pizzalieferanten gut anschauen, bevor sie die Tür aufmachen. Okay, mhm. Sicher. Also zu diesem Problem. Dafür habe ich den Bolzenschneider dabei. Er öffnet die Tür ein Stück. Da ist die Kette, ich schieb ihn rein und schnipp und rate mal. Ist nicht der Pizzamann. Jordi, das Problem. Das tun wir doch gerade. Wir sollten mal versuchen, Pizza auszuliefern. Auflösung hier, Pierce. Du weißt nicht zu schätzen, was ich für dich tue. Du merkst nicht, wie sehr ich mich um dich kümmere, oder? Wirklich? Ja. Nee, merke ich nicht. Wie viel Zeit haben wir? Nicht so viel wie nötig. Oh, diese Leiche da aus dem Stadion. Er ist nicht mehr so tot. Die Bullen haben ihn jetzt im Chicago-Gefängnis. Und ui. Er spaziert jeden Moment ins Verhör und zeigt mit dem Finger. Auf dich. Oh, ist das ein Scharfschützengewehr dort? Wie konnte das passieren? Ist was Lustiges, es regnet nicht nur im Spiel, sondern gerade auch in echt. Toller Blick. Siehst du? Heute Morgen ging was raus. Einer bezahlt 1000 Dollar für die Aussage dieses Clowns. Und einer von den Typen leitet die Geschichte. Sieht aus, als müssten wir beide uns mal unterhalten. Ja, ich glaube schon. Wieder das mit dem leeren Magazin. Der arme Maurice hat sich vollgepisst nach deiner Show. Kümmere dich nicht um meine Methoden. Weißt du, wie man es benutzt? Bring deinen Arsch da runter, ich gebe Deckung. Und lass den Boss am Leben. Ich will das Scharfschützengewehr. Glaubst du? Machen wir es schnell, okay? Meine Gastgeber jammern, davon bekomme ich Migräne. Und wenn ich Migräne kriege, Pierce, dann bin ich nutzlos für dich. Denkst du, du bist der Einzige, der schnell machen will? Was weiß denn ich? Empathie ist nicht deine Stärke, hm? Nicht unbedingt. Was ist mit dem Fixer-Auftrag? Was suchen die eigentlich? Dich. Jemand will... Alter, es schifftet sich hier echt und hier hin im Spiel, ne, ganz toll. Jeden Gefangenentransport organisieren, um den Zeugenfall zu bekommen, der dich erkennt. Ich habe noch nie gesehen, dass sie so viele Leute einsetzen. Sie wissen, dass ich sie stoppen will. Hör zu. Der Zeuge kennt mein Gesicht. Wenn die Fixer ihn bekommen, wenn mein Name rauskommt, dann jagen sie meine Familie. Ah, das F-Wort. Du bist zu sentimental, Pierce. Das ist eine Schwäche. Irgendwann wird es jemand gegen dich nutzen. Ich decke dich, wo ich kann, aber ich sehe nicht alles. Na gut, legen wir los. Organisiert illegale Handkämpfe. Was ist denn hier los? Moment, was? Was war das? Lenk mal den oben ab. So, mich ein bisschen mit den Kontrolle halten, wo ich da hinten sitze. Ist doch keiner da. Außer Reichweite. Ui, da ist einer noch gestorben, ne? So. Was haben wir denn noch so Schönes?
Mensch, jetzt hört man oft da draußen mit Regnen. So. Habe ich noch irgendwas zum Werfen? Und plötzlich war er tot. So. Los und kommt erst zurück, wenn ihr ihn habt. Scheiße, wir wurden getroffen. Ja, ich treffe euch alle einzeln und allein. Keine Ahnung hat er. Ich erschieße ihn. So, rücken wir mal ein Stück vor. Greifen Sie ihn an! Douglas! Was? Das war sein Name. Ich könnte wetten, dass der Boss in diesem Büro ist. So. Wollen wir da reingehen und gucken uns mal da drinnen an. Verdammt. Da ist aber auch immer irgendwas gesperrt, ne? Da unten. So, wollen wir mal reingucken? Oh oh, was ist denn hier denn los? Gut, bin ich das? Nee, das ist Douglas. Ich hoffe nicht, ich hoffe, dass ihr das regnet gerade nicht hört. Moment. Stopp. Ist mir eigentlich unscheißegal, was im Spiel urregnet. Es sind halt verstärkte Effekte. Keine Ahnung, wovon du redest. Lance Brenner. Wie geht's der Familie? Wie geht's der Familie? Was soll das? Ich frage dich nach deiner Familie. Sieht so aus, als hättest du zwei Parallelleben. Familienmensch. Die Kinder gehen wohl bald aufs College. Teuer für einen Gewerkschafter. Fick dich. Und muss ich jetzt rauspiepen, bestimmt. Geisterkonten mit einem ganzen Haufen Geld drauf. Ui. Hey. Wusstest du, dass dein Name bei verdammt vielen ungeklärten Fällen auftaucht? Die Bullen würden sicher gerne mit dir reden. Vielleicht. Okay, warte. Willst du einen Teil von der Kohle? Das kann ich einrichten. Du verschwendest Zeit. Na gut, na gut! Fuck! Ich will nicht. Der Knastjob? Das ist Angelo Tucci. Er ist in einem Konvoi, aber zu spät. Du findest ihn nie. Wer sagt, dass ich ihn will? Ich wette, er hat Familie in der Stadt. Was willst du von seiner Familie? Das war so von. Stimmt nicht mit dir. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ja, ich weiß es auch nicht. Mach auf, wir sind mehr Fixer am Anmarsch. Wie schlimm. Kennst du Kinderhook? Scheiße. Ich jetzt anstatt dem Ding die AK genommen. Oh, na gut, AK geht auch. Oh oh. Ei, mit Steuerung kann man Zeitlupe machen, wenn man das wollen.
Da kann ich alle umlegen. Selber seid ihr Amateure. Du Scheiße, das war noch mehr. Aiden, beweg dich! Komme ich denn hier raus? Unten komme ich raus. Hoffentlich geht es noch. Hoffentlich steht hier unten ein Boot oder irgend sowas. Ja. Ich weiß, du musst jetzt los. Ich mach das hier fertig. Kackheli. Da drüben ist ein Boot. Komm. Und vorne runter mit dem Bötchen. Fände ich jetzt gar nicht mehr so schlecht. Ein kleines Bootsfahrt. So schön durch den Kanal. Sieh nicht. Ich hab ihn verloren. Ja, und ihr werdet mich auch nie wiedersehen. Tschüss. So, wo geht's denn jetzt als nächstes hin? Ach, das ist doch hier die... Gibt's irgendwas Neues? Dummer oder senken. Mission beendet. Sehr schön. So, und hier auf offener See... Hey, du hast mich nie zurückgerufen. Hast du den Typ, den wir gesucht haben? Ja. Ist eine üble Geschichte. Hör mal, ich muss jemand anderen finden. Dieses Mal habe ich einen Namen, Helena Tucci. Sie ist mit einem Verwandten, den ich suche. Lebt sie in Chicago? Ja, vielleicht. Ich brauche sofort einen Ort. Hab sie. Wow, die hat mal einen digitalen Fußabdruck. Okay, heute Morgen hat sie was über ein Treffen vor dem Willis Tower gepostet. Okay, ich rufe an, wenn ich da bin. Vielleicht brauche ich Hilfe. Nee, halt, Skillpunkte wollte ich machen. Nee, Skillpunkte. Was sind denn die? Fähigkeiten bauen. Da habe ich ein paar Skillpunkte. Hacken, Kampf, hergestelltes, Fahren. Warum denn bei Fahren? Was ist das denn? Reduziert erlittenen Schaden bei Zusammenstößen. Na, ja, wie man immer denkt. Kampf, Pistolenexperte, Punkte kosten. Oh, das klingt gut. Ja, möchte ich. Kannst du noch irgendwas? Was ist damit? Du gesagt, so viel Chaos. Ja! Blackout. Geil. Okay, das war's dann für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mit dem Boot fahren. Und morgen gucken wir dann. Andere Boot ist schöner. Morgen gucken wir dann mal weiter, was es sonst noch so gibt hier in Chicago. Warte, den krieg ich noch. Hab ich jetzt auf der Seite. Und den hier hab ich jetzt. Okay, bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.